Bienvenue chez Mr. Bauer Gaming. Herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming. Hier mit einer weiteren Map-Vorstellung, Kartenvorstellung von der Plaine Française. Und zwar von dem französischen Flachland, die wir uns heute angucken. Es handelt sich dabei um eine Vierfachkarte. Also eine Karte mit einer Kantenlänge von 4 Kilometern anstatt den 2 Kilometern. Also ist diese viermal so groß wie eine Standardkarte. Wir stehen hier gerade an dem Punkt, wenn wir das Spiel starten, kommen wir also hier raus. Das ist also ein erster Überblick von einem der kleinen Dörfer, die da auf der Karte verbaut sind. Ist alles wirklich schön im französischen Stil. Also man kann auch hier sehen, also die Texturen wurden hier also zum großen Teil mit den neuen Parallax Occlusion Technologie angewendet. Hier zum Beispiel jetzt gerade nicht. Das ist noch eine alte Textur. Auf jeden Fall ist diese Karte eben viermal so groß, ist eigentlich ziemlich schön ausdekoriert. Wie ihr sehen könnt, gibt es hier natürlich auch Traffic, also den Verkehr, der hier rumfährt. Dann ganz nah an dem Punkt, wo wir gerade rausgekommen sind, ist auch gerade unser Händler, wo wir also unsere Landmaschinen und Traktoren und so weiter kaufen können. Wunderbar. Okay, wir schauen mal kurz auf die Karte an sich. Also wie ihr sehen könnt, ist die Karte ziemlich groß, wird bereitgestellt von Rust Farming und beinhaltet 247 Ackerfelder. Und zwar, was ein bisschen speziell ist auf dieser Karte, dass diese Felder nicht extrem groß sind. Also es ist nicht so, dass die Felder jetzt 50, 60, 70 Hektaren sind, wie das auf anderen Vierfachkarten ist, sondern hier ist es definitiv eine überschauliche Größe. Also hier haben die Felder eine überschauliche Größe. Das heißt also, man kann hier definitiv mit mittelgroßen Maschinen eventuell ab und zu mal mit einer großen Maschine arbeiten. Die Karte ist extrem gut ausgelegt und auch wahrscheinlich explizit dafür gemacht für einen Multiplayer-Server. Also wir können hier sehen die Nummern, die Nummerierung 1, 2, 3, 4, 5, 6 sind große Flächen, wo man Höfe aufbauen kann oder aber auch Produktionsstätten hinbauen kann, ohne dass man das in ein bestehendes Feld reinmachen muss. Also sehr, sehr große Flächen. Also wir können mal gucken hier. Also zum Beispiel die Fläche 4, das Feld 4 hat eine Größe von 17 Hektaren. Das Feld 5 sind knappe 10 Hektaren. Das Feld 1, also mit dem der Bezirk 1 hier, das ist, sind 6,4 oder knappe 6,5 Hektaren. Die 3 ist 7,4 Hektaren. Die 6, die hat 13 Hektaren, hat aber zwei Ackerflächen dabei. Und das ist also die Ausgangslage. Also hier haben wir definitiv gute Flächen, um Höfe aufzubauen und um einen richtig großen Multiplayer zu machen, also eventuell sogar mit 16 Spielern, also hier voll auf das Ganze zu gehen. Wenn wir starten, dann haben wir, wenn wir als neuer Bauer starten, dann haben wir standardmäßig diese Parzelle zugeschrieben. Da gehen wir dann auch gleich hin und diese beinhaltet zwei kleinere Felder, einmal die 188 und einmal die 189. Das sind ja sehr überschaubare Felder. Die Feldergröße, die variiert zwischen 0,45 Hektaren oder ich glaube, und das ist die größte Parzelle, die ist knappe 20 Hektaren. Also wir sehen, wir haben es nicht mit den gigantischen Feldern zu tun, sondern sehr überschaubar, dass man eben das auch in einem Tag abernten kann. Ja? Zudem gibt es natürlich auch sehr, sehr viele kleinere oder größere Waldflächen, die zu bewirtschaften sind. Wenn wir uns mal die Verkaufspunkte angucken, also wir können feststellen, dass eigentlich zu allen Früchte Verkaufspunkte stehen. Dann für fast alle Produkte, die wir produzieren können. Also das heißt also hier Wolle, Milch, Hackschnitzel und so weiter und so fort. Es gibt zwei Produkte oder zwei Sachen, die nicht verkauft werden können, standardmäßig, und zwar sind das die Bretter,
und die Steine. Auch für Mistgülle und Gärreste gibt es keine Verkaufsstellen, denn die Karte besitzt keine BGA. Also die muss hingebaut werden, falls man mit einer BGA spielen will. Dann muss die also hingebaut werden. Alles andere kann verkauft werden, also Möbel, Schokolade, Erdbeeren und so weiter. Das kann alles verkauft werden. Das Schöne ist auch, dass bei den Fruchtsorten, also bei Weizen, Gerste und so weiter, den Standardfrüchten, sehr viele Verkaufspunkte da sind. Also das heißt, wenn man einen Multiplayer hat und ein Hof dann quasi an einen Händler die Sache verkauft, wird der Preis zwar sinken bei diesem Händler, das heißt, die anderen Spieler, die anderen Höfe haben noch die anderen Händler zur Auswahl, wo sie eben auch noch zu einem guten Preis verkaufen können, ne? Also das heißt eigentlich sehr, sehr gut gedacht für eben Multiplayer, finde ich hervorragend gemacht. Ich sage mal, wir würden mal eine Rundfahrt machen, also wir würden mal rundherum fahren. Also die Dekoration und die Erstellung der Karte ist sehr, sehr gelungen, finde ich. Also auch wie zum Beispiel gerade hier diese Details hier, die, wo hier ein Zeltlager aufgebaut ist. Richtig cool gemacht. Kommt mir sehr, sehr französisch vor. Hier mit der Grillstelle. Ich nehme mal an, da gibt es dann auch Collectibles zu finden. Sehr, sehr schön gemacht hier. Sehr, das Ambiente stimmt. Also man sieht, dass die Landschaft entgegen dem Kartentitel, also das französische Flachland oder die Ebene, die französische Ebene, nur zum Teil zutrifft. Also es ist zum Teil zwar flach, aber es wird auch sehr, sehr hügelig. Wir sehen es auch gleich dann auch mal an. Also auch immer wieder diese kleinen Siedlungen hier. Auch schön eine Arbeitsstelle quasi hier nachgestellt, also hier richtig cool gemacht. Wir gehen auch gleich auf die Produktionen dann ein, die verbaut sind. Es sind nicht sehr viele Produktionen verbaut, was eben wirklich daher auch die großen Flächen, damit man sich eben da dann diese Produktionsstätten hinbauen kann. Hier auch wieder ein Detail. Also für das es eine große Karte ist, eine Vierfachkarte, ist sie richtig schön ausdekoriert, also da ist viel Zeit mit reingeflossen beim Erbauen. Also wir gehen da mal rein. Und wir haben auch sehr, sehr viele dekorative Windräder da stehen, also Windkraftanlagen. So, wir haben hier eine Produktionsstätte und zwar ist das... Falsch, das ist keine Produktionsstätte, sondern das ist eine Verkaufsstelle. Und zwar heißt die Champagne Cereal. Also das heißt, hier können Getreidesorten verkauft werden. Okay, wir befinden uns hier im flacheren Teil der Karte. Es sei auch so, dass es benutzerdefinierte Farbgebung gegeben worden ist, also tieferes Blau, schöneres Blau und dunklere Nächte. Wir haben hier wieder etwas, was benutzt werden kann hier. Also ich glaube, das hier hat mit dem Forstbau zu tun, mit der Forstwirtschaft hier, was wir denn drin finden. Ganz genau, das ist das Sägewerk einer der Produktionsstätten.
Wir sehen jetzt hier auf der linken Seite geht es ziemlich steil berg runter. Da geht es ziemlich steil berg runter. Also hier kann man, muss man trotzdem einiges an PS dann haben, wenn man mit einem vollen Güllewagen hier hochfahren will. Also es ist, wie gesagt, zwar genannt die französische Fläche oder Ebene, aber es ist nicht nur Flachland hier, sondern es hat wirklich zum Teil richtig steile Hügel hier drin. Genau, da kommen wir zur nächsten Siedlung, zum kleinen nächsten Dorf. Gehen wir da rein. Durch das Dorf durch. Schön gemacht, also. Hier das Café, Le Café. Und hier haben wir die nächste Verkaufsstelle oder Produktion. Das ist die nächste Produktionsstätte hier. Das ist die Bäckerei. Das Gebäude kennen wir von der Haute Belleron. Auch die schönen Dekorationen der Blumentöpfe hier am Wegrand. Auch sehr typische für Frankreich. Das habe ich ja auch schon bei der Geschichte um Haute Belleron gesagt. Weil in Frankreich ist es Tradition. Ich sage es hier auch nochmal. Es ist Tradition, dass im Sommer die Dörfer dekoriert werden mit Blumen und dann gibt es einen Preis. Ich weiß nicht, von wem der ausgegeben wird, der Preis, aber es wird eine Prämierung jeden Sommer, welches das schönste dekorierte Dorf oder Stadt in Frankreich ist bezüglich der Blumendekoration. Also hier haben wir einen weiteren Verkaufspunkt, und zwar der Vivadour. Wir fahren mal da hier rein, ob schon da nichts Großes zu sehen ist, aber das ist hier eine dieser fünf Flächen, eine dieser sechs Flächen, die zum Aufbau einer Farm oder zum Aufbau von Produktionsstätten gedacht ist. Also das ist ein ziemlich großer Bereich hier. Der kann also sehr gut genutzt werden, um eine Farm inklusive der Tiere, weil die sind standardmäßig nicht verbaut. Die Tiere können hier natürlich auch hingestellt werden. Da kann eine große Kuhwiese hingestellt werden, wenn das so sein soll. Da können wir schon im Hintergrund sehen, dass da richtig eine große Erhöhung kommt. Also richtig zum Teil steilen Hügel. Wir fahren jetzt gerade mal in dieses Tal rein. Also ich werde jetzt mich mal hier mal aussteigen, damit man sieht. Also es ist also richtig ziemlich steil hier. Richtig schön geschwungene Hügellandschaft hier. Obschon es eben hier unten ziemlich flach ist. Aber rundherum gibt es eben schon auch noch eine Akzentuierung, also der Hügeligkeit. Ich denke mir auch, es könnte sehr gut geeignet sein, hier irgendwo auf einem kleineren Feld etwas mit Trauben zu machen. Typisch für Frankreich natürlich auch. Also wir sehen, es ist ziemlich steil. Und dann kommen wir hier zu einem weiteren Detail, das finde ich auch richtig schön ist, also, dass wir hier sehen können, quasi den Prozess, wie diese Windräder aufgebaut werden. Wir gehen da mal rum, wenn wir nämlich reingehen. Die Baustelle mit dem Riesenkran, um eben dieses Windrad dann zu befestigen. Schönes Detail auch hier. Die Dekoration ist echt sehr, sehr schön gemacht mit viel Liebe für eine große Karte. Ne? Es ist also nicht zu vergessen, es handelt sich tatsächlich wirklich um eine Vierfachkarte. Ich weiß nicht, ob im 22er Vierfachkarten dann von Giants freigegeben werden. Also im 19er war es ja auch passiert. Ich weiß aber nicht, ob das im 22er dann auch passieren wird oder ob nur Standardgrößenkarten über Giants dann kommen. So, dann haben wir die nächste Stelle hier. Und zwar ist das hier der Ballenverkauf. Le Bayeux. Bayeux de France. Aber hier ist definitiv eben dann der Verkauf der Ballen. Auch hier wieder dekorative LKWs, die rumstehen. Mit Nummernschilder der französischen Art. Dann haben wir hier ein paar dekorative Silageballen rumstehen. Sehr schön. Sehr schön gemacht.
Also sehr, sehr detailreich aufgebaut. Und jetzt kommen wir wieder in den flächeren Teil des Geländes, der Landschaft hier. Mal gucken, wo wir durch müssen. Also hier geht man nicht lang, dann gehen wir gerade weiter. Und auch hier wieder können wir sehen, also es gibt hier ein bisschen Berg runter und dann geht es wieder richtig steil her, Berg hoch, also steil. Man braucht einiges an Leistung, man kommt aber natürlich durchaus weg mit einem mittelgroßen Traktor. Wir gehen hier mal links rum. Hier die Neigungsanzeige von 10%, also wieder der steile Hänge hier. Genau, hier kommen wir zu der nächsten, ich glaube, Verkaufsstelle. McCain, hier ist der Verkauftrigger. Und zwar werden hier Kartoffeln verkauft. Das ist der Verkaufspunkt für die Kartoffeln. Auch hier schön, schauen wir uns auch im Detail noch an. Dekorativ schön. Hier ist das Püree. Dann die Fritten. Die Pommes. Hier haben wir auch wieder Püree stehen. Und hier haben wir die Chips. Das ist ein bisschen komisch hier. Unbefugten ist das Betreten der Werkstatt untersagt. Also das müsste wahrscheinlich dann auf der Tür kleben. Ist aber wirklich ein kleines Detail. Und dann haben wir hier eben, was ein bisschen noch dazu beiträgt, natürlich einfach die Kartoffeln. Ja, das ist dann die Zuckerrüben. Das sind dann hier die Zuckerrüben. Hier drüben dann der Verkauf der Zuckerrüben hier. Crystal Union. Das heißt also, die Zuckerfabrik ist auch gerade nebenan, also da wo die Kartoffeln sind, das ist alles quasi zusammengebaut. Da ist etwas schief gegangen. Ja, wunderbar. Das ist also hier der Verkaufskomplex für die Zuckerrüben und die Kartoffeln. Aber auch hier hochzukommen, gut, man ist ja dann meistens leer, aber hier, das ist schon, hat so seine Steigungsprozente hier. Es geht weiter jetzt hier wieder in einen hügeligeren Part. Also hier geht es echt auch steil hoch, he? Aber auch schön, schön, wirklich schön hier oben. Ui, der kommt hier um die Ecke geschossen. Und auch hier diese geschlängelte Straßenlinie, also es erinnert mich echt ein bisschen, als ich durch die französische Landschaft gewandert bin. Gehen wir auch hier lang. Also hier Telefonmasten. Hier vorne haben wir eine 5G, 4G Antenne. Damit auch unsere Handys auch weiterhin funktionieren in diesem Bereich auch. Ich finde auch die Straßentexturen und die Farbe finde ich sehr, sehr schön. Also es stimmt. So, da habe ich mich jetzt verfahren. Das heißt, ich glaube, da wo die roten X'en stehen, da kann man nicht durch, glaube ich mal. Dann kommen wir hier zu der Getreidemühle. Das ist die Produktionsstätte der Mühle, auch ein bisschen da nachempfunden, das ist dasselbe Gebäude, dasselbe Gebäudekomplex, wie das bei der Haute Belleron ist. Hoppala. Okay. Okay, Bier und, ja, viel Haut, sagen wir mal, ja. Also, das ist dann dieser Bereich hier. Die Mühle Moulin de Châtenay. Okay, auch hier wieder die roten X'en.
Wieder ein Hügel. Und hier, das ist auch etwas. Ruinen. Schön, schön gemacht. Echt ganz, ganz schön gemacht, diese Ruinen. Also ich muss sagen, da ich ja auch in Frankreich war, sehr viel ist da gewandert bin, fast monatelang, muss ich ganz ehrlich sagen, man glaubt die Landschaft. Also ich glaube es, dass es eine französische Gegend sein kann. Also das Ambiente stimmt. Es ist richtig schön gemacht hier. Da ist die Hofeinfahrt. Da muss man gut aufpassen, dass man die nicht verpasst. So, wir gehen jetzt zu diesem Starterplot, der uns zugewiesen ist, wenn wir als neuer Farmer starten. Also das standardmäßige Gelände, wo wir starten, wo auch unsere Maschinen stehen am Anfang. Die schauen wir uns auch an. Also was nicht verbaut ist, ist ein Farmhaus. Ne? Das heißt also, wenn du eine Farm willst, wo du schlafen gehen kannst, dann musst du dir die Farm aufbauen oder hinbauen. Das ist absichtlich so gemacht, wegen dem Multiplayer natürlich. Da ist eben dann für jeden Hof dann eine entsprechende Farm geben muss. Also hier haben wir die große Halle mit Werkstatt. Also die Werkstatt ist hier hinten. Das ist hier die Werkstatt hier. Dann haben wir hier einen Massey stehen, einen 3670 mit Doppelbereifung. Wir haben ein Gewicht hier stehen und wir haben den Agromash, die Scheibenecke hier stehen, von Agromash. Dann haben wir hier noch weitere Hallen stehen, hier. Hier haben wir unseren Manitou stehen und unseren Pickup Truck. Dann haben wir hier drüben stehen ein Kalk- oder Düngestreuer. Das ist der kleinere der beiden Bredals. Des Weiteren gehört zu dem Equipment natürlich den Standard Drescher, also von Deutzfahr. Das ist den hier, den Topliner. Dann haben wir auch stehen hier einen Massey Ferguson, den 7726. Und den Arion 650 von Klaas ist auch zu unserem Hof gehörend. Des Weiteren haben wir hier eine Sämaschine von Pöttinger, und zwar die Terrasem C6F, eine Direktsaatmaschine für die Getreidearten, die wir haben, also Gerste, Weizen, Hafer und dann eben Raps, Sojabohnen, Sorghumhirse, und dann können wir damit auch sehen Gras und Ölsaat. Deswegen haben wir natürlich einen kleinen Tipper hier stehen. Natürlich schön gepaart mit dem Class Tracker. Und das ist es eigentlich. Das ist im Prinzip so unser Starting Equipment, wenn wir als neuer Farmer starten. Wir schauen uns nochmal die Felder an, die damit gehören, dazu gehören, also zu diesem Plot hier. Und zwar ist das zum einen dieses Feld hier, das ist das Feld 188 mit einer Fläche von einer halben Hektare. Dann haben wir das hier, das Feld hier stehen. Das ist die Fläche 189, müsste eigentlich sein. Genau, aber wird hier als, also zum Teil, also jetzt wird wieder 188 angezeigt, jetzt 189 mit 0,21 Hektaren. Also das ist wahrscheinlich andersrum. Also ich würde sagen, die 189 hat die halbe Hektare und die 188 die 0,2 Hektaren, also eine Fünftel Hektare, ja. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal über und machen mal einen Überflug, weil das mit dem Mahindra dauert doch ein bisschen länger. Dann schauen wir uns die mal ein bisschen von weiter oben an. Also ihr könnt klar erkennen, dass die Felder alle in einem, sagen wir mal, angenehmer Größe sind. Also nicht die riesen, riesen Felder. Dann haben wir hier die Map-Grenze. Wir können auch erkennen, dass es wirklich hügelig ist, ein bisschen. Also es ist nicht so, dass es richtig steile Hügel sind. Es ist nicht Erlengrad. Aber es ist Hügellandschaft. Hier ist einer dieser Bauflächen. Also das ist der Hof Nummer 6 oder die Baufläche Nummer 6, um
einen Hof respektive Produktionen hinzubauen. Dann haben wir hier drüben einen Teich oder einen See sehr schön gemacht. Und das, diese zwei Inseln hier, also die hier und die hier, das sind die Inseln, die zum Hof oder zur Baufläche Nummer 1 gehören. Also da sind zweimal Brücken involviert. Einmal hier eine Brücke und einmal da ein Überfahrt quasi. Also hier kann auch ein Hof hingebaut werden. Hier haben wir wieder ein Dorfteil. Das ist dann da, wo der Händler steht, wenn ich mich nicht irre. Genau, also hier ist der Händler. Da haben wir gestartet mit unserer Rundfahrt. Das ist auch eine weitere Fläche zum Bebauen. Das ist die Fläche Nummer 3. Ist auch sehr ausgiebig. Die Fläche, die haben wir uns angeguckt, die Nummer 5. Da habe ich übrigens meinen Hof hingebaut, wo ich jetzt eben ein bisschen rumspielen bin. Als Kontrastprogramm zu meinem Onstream Farm Safe, den ihr natürlich in den Livestreams nachgucken könnt, was wir da gemacht haben oder was ich da gemacht habe. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich hier gleich über die Bäume wegkomme, weil da sehen wir auch schön das Höhenprofil. Also es ist ziemlich uneben halt eben, trotzdem als französische Ebene heißt. Und das hier ist übrigens die Fläche Nummer 4 mit der Einfahrt hier. Eine riesen Fläche auch, wo man viel machen kann. Genau, so, das war auf jeden Fall mal diesen Überflug. Da sind wir schon lang gefahren vorhin. Also, wir schauen uns noch mal kurz auf der Karte an, und zwar eben die Produktionen. Also, wir haben hier Sigma Bois. Das ist also auch ein Sägewerk. Es sind also zwei Sägewerke eingebaut. Dann haben wir Laine du Val-Gaudemar. Und zwar ist das die Spinnerei. Dann haben wir hier das zweite Sägewerk. Das ist das, was wir uns angeguckt hatten. Hier haben wir die Boulangerie Feuillette, das ist die Bäckerei. Dann haben wir die Laiterie Verneuil, das ist also die Dairy, also die Molkerei. Und dann haben wir hier die Getreidemühle, das sind also die Produktionsstätten, die eingebaut sind. Standardmäßig alles andere müsste erbaut werden. Und eben die Verkaufsstationen, die sind wir schon fast alle durchgegangen. Hier ist Terre d'Alliance, ein Verkaufspunkt, Magasin du Fermier, Champagne Cereal, Vivadour. Hier ganz unten haben wir Triscalia, dann Bayeux de France, das ist eben also die Ballen- oder Strohverkaufsstelle. Hier McCain haben wir gesehen, Crystal Union haben wir gesehen. Verkaufspunkt für Kartoffeln respektive Zuckerrüben. Das sind so diese Verkaufsstellen. Was ich nicht gefunden habe, sind Ladestationen für Kalk. Also es gibt keine offizielle Kalkkaufstelle. Das heißt, es müsste dann irgendwo hingebaut werden oder halt einzeln auf dem Hof respektive beim Shop gekauft werden. Was ein bisschen mühsam ist, gerade wenn der Shop hier oben beim Feld oder bei der Hof Nummer 2 ist und man das Feld hier unten hat und das kalken muss, dann also dauert das eine ganze Weile, bis man da zum Shop hochgefahren ist und dann auch wieder runtergefahren ist mit einer Ladung voll. Auch gibt es nur eine Tankstelle, so viel ich sehe. Das ist also hier die GNR, die neben dem Shop steht, Also ich würde mal sagen, eine sehr, sehr interessante Karte, vor allem für ein Multiplayer-Safe. Also hier kann man gut und gerne wirklich 6 Höfe aufbauen mit je 2 oder 3 Spielern. Man kann auch nur 4 Höfe bereitstellen und 2 Flächen behalten, um Produktionen aufzubauen. Die Preise für die Landflächen finde ich sehr moderat, also muss ich ganz ehrlich sagen. Also klar, eben weil die Felder klein sind. Also es sind nochmal 247 Felder, die so benummeriert worden sind. Das heißt, alle Landflächen, die beackert werden können. Klar gibt es dann eben noch die Waldflächen, da sind es auch sehr, sehr viele, die es da zu kaufen gibt. Also verschiedenste Parzellen mit Forstwirtschaft sind vorhanden.
Sehr, sehr schön gemacht. Bitte sagt mir doch, was ihr über die Karte denkt. Ist es eine Karte, die ihr spielen wollt oder werdet? Oder ob ihr die Karte einfach links vorbeiziehen lässt? Also ich bin eigentlich geneigt, da trotzdem ich ja ein Safe-Spieler auf der Oldstream-Farm hier etwas anzufangen, definitiv auf einem großen Server vielleicht aufzubauen. Wenn jemand Interesse hat, bitte melden. Hier könnte man eine Limitierung machen, zum Beispiel bei Traktoren nicht stärker als 200 PS oder sowas in diesen Bereich zu gehen, dass man sagt, okay, wir limitieren hier auch ein bisschen, dass man doch noch ein bisschen Spielspaß hat und nicht einfach nur einmal über das Feld düsen muss. Das wäre eine Möglichkeit, vielleicht eine Beschränkung zu machen, eben 200 PS, 250 PS oder natürlich kann man das auch ein bisschen rumspielen. Man kann auch sagen, zum Beispiel 350 PS, einfach ja nicht stärker, nichts Stärkeres. Man kann dann trotzdem einen Großtraktor haben. Um die 350 PS wird dann abgeriegelt. Und ja, das wäre eine Möglichkeit für ein Spiel hier, dass man auch sagt, jeder Hof kriegt zum Anfang, sagen wir mal, 2,5 Millionen, damit wir eben A, die Landfläche kaufen kann und B, dann eben auch starten kann, Felder hinzuzukaufen, wenn da nicht gerade schon Felder dabei sind. Das ist definitiv eine Möglichkeit. Finde ich eine schöne Karte, stimmt, passt auch. Nicht die riesengroßen Felder, wo es kein Ende gibt, sondern Felder, die überschaubar sind, die wahrscheinlich auch von der Größe her so circa an eine Karte, eine Einfachkarte, Standardkarte anlehnen lässt. Also das sind nicht jetzt die enorm großen Felder, sondern wirklich ganz normale Felder, ein bisschen größer vielleicht. Aber die Anzahl macht es aus, es sind 247 Felder da. Man kann also natürlich hier Felder zusammenlegen, dann kriegt man riesengroße Felder heraus, das ist schon klar. Aber vom Grund auf finde ich das Konzept sehr schön, dass es kleine Felder gibt, die man auch angenehm bearbeiten kann. Und ja, das ist mein Gedanke. Ich denke, man könnte definitiv etwas Spannendes hier starten. Auch etwas auf lange Frist für einen Multiplayer, wo es nicht unbedingt darum geht, ein striktes Ziel zu verfolgen, wo man einfach sich trifft, um Spaß zu haben. Das ist definitiv eine Möglichkeit, was ich mir überlegen könnte. Ja, okay. Was haltet ihr nochmal von der Karte? Ich finde die cool. Dann würde ich mich bedanken für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Falls ja, kommentiert mir doch bitte, was ich vergessen habe, damit ich das eventuell A nachreichen kann oder B das nächste Mal einfach besser machen kann. Dann würde ich mal sagen, danke nochmal fürs dabei sein. Danke, tschüss und au revoir.